Im Ernstfall spielt der Faktor Zeit eine entscheidende Rolle. Unsere Kolleginnen und Kollegen vom Disaster Recovery Management sind immer dann zur Stelle, wenn kurzfristig eine Versorgung aufgebaut werden muss. Mit ihrem Equipment sind sie in der Lage, fast überall innerhalb von wenigen Stunden ein Netz aufzubauen. Hier noch schneller zu werden, daran arbeiten Rolf Schmidt und seine Kolleginnen und Kollegen bei einem Pilotversuch. Und den schauen wir uns heute an. Wir rufen Hilfe aus dem All. Wir versuchen, eine Mobilfunkstation über Satellit anzubinden. Also nicht so wie klassisch über Kupfer, Glas oder Richtfunk, sondern wirklich über einen Satellit. Und warum das Ganze? Ja, wir wollen schneller werden in Notfällen und da ist so eine Satellitenanbindung schon recht brauchbar, weil ich nur dieses Equipment aufbauen muss. Also diese Satellitenschüssel, meine BTS oder mein Standort, weil die Gegenstelle für diese Anbindung, die ist festgebaut an einer Erdfunkstelle in Fugstadt. Das heißt, da muss ich gar nicht dran. Die ist fix dort montiert und eigentlich auch immer verfügbar. Das heißt, ich brauche nur dieses Equipment und dieses Equipment, um eine Mobilfunkversorgung realisieren zu können. Du hast das Thema schneller angesprochen. Ich dachte jetzt, wenn es schnell gehen muss, wäre Richtfunk beispielsweise optimal. Ja, Richtfunk kann schon sehr schnell sein, aber wir müssen beim Richtfunk Genehmigungsverfahren von der BNetzA durchlaufen. Das heißt, wir müssen auch erstmal gucken, ob es überhaupt eine geeignete Richtfunkgegenstelle gibt und wenn es die gibt, wie aufwendig es ist, dort einen Richtfunk zu montieren. Das heißt, ich muss auf der Seite ja bauen und ich muss hier bauen. Also ich habe schon mal zwei Orte, wo ich etwas tun muss. Und wie gesagt, ich muss diese ganzen Genehmigungsverfahren abwarten und erstmal eine Gegenstelle finden. Und im schlimmsten Falle finde ich die gar nicht, weil ich in Höhen, die ich erreichen kann, gar keine Gegenstelle habe. Hier mit dieser Satellitenanlage, da brauche ich zwar auch Sicht zum Satellit, allerdings ist es doch relativ viel einfacher, als eine Gegenstelle beim Richtfunk zu finden. Und was genau beinhaltet jetzt der Test? Dieser Test hat ja mehrere Phasen. Wir haben das ja so noch nie gemacht mit dieser neuen Technik, was zur Folge hat. Wir mussten erst mal gucken, ob unsere Technik sich über diesen Satellitenlink überhaupt mit dem Netz verbindet. Das heißt, im UMC sichtbar ist, an den Systemen sichtbar ist. Nachdem das dann erfolgreich war, also man konnte sie sehen, man konnte sie konfigurieren, man konnte sie einschalten, ist jetzt die Frage, laufen denn alle Dienste, alle Services, die wir bereitstellen? Also Sprachservices, Datenservices. Und dann ist die nächste Frage, mit welcher Performance laufen diese Services? Das heißt, ist das jetzt sehr langsam, ist das sehr schnell? Wobei wir jetzt schon in einer Phase sind, weil das hat funktioniert, die Services waren alle verfügbar, noch an den Parametern zu optimieren, weil wir haben bis jetzt ganz normale Standardparameter eingespielt, so wie wir jede andere Station auch in Betrieb nehmen, was aber für so einen Satellitenlink nicht unbedingt optimal ist. Das heißt, wir sind jetzt gerade dabei, die Parameter zu optimieren und zu gucken, ob mit der Optimierung der Parameter auch die Performance des Links oder der nachher zur Verfügung gestellten Mobilfunkversorgung besser wird. Und deswegen hat die Satellitenschüssel ihre gewisse Größe? Ja, die ist 1,20 Meter ist die. Das ist für den, sagen wir mal, mitteleuropäischen oder deutschen Raum, für den Satellit, den wir für Intelsat benutzen, eine ausreichende Größe. Sollte man irgendwo anders dahin gehen in Europa, kann es sein, dass sie etwas größer wird oder wir sogar einen anderen Satelliten nehmen müssten, was aber für das eigentliche Konstrukt oder diese eigentliche Anbindung nicht wirklich ein Thema wäre. Ja. Wie sieht jetzt genau der Ausbau aus? Also was ist beispielsweise das da vorne? Also wir haben diese beiden Baugruppen. Also wir haben den 1,20 Meter Spiegel. Dann haben wir hier auf dieser Seite den Empfänger. Der ist wie ein ganz normaler Satellitenempfänger, den man auch von zu Hause kennt. Ja. Und das etwas größere Teil, das ist der Sender, weil ich muss ja auch meine Daten, ich empfange ja nicht nur, ich sende ja auch wieder was. Ist ja eine bidirektionale Verbindung. Das heißt, das ist der Teil, der wieder aussendet und quasi die Verbindung nach Fugstadt dann macht und nicht nur von Fugstadt hierher. Läuft der Test schon? Weil gefühlt hängt die Schüssel etwas niedrig für mich. Ja, der Test, der läuft. Also der Link, der steht sogar recht gut. Das ist ein Offset-Spiegel mit 17 Grad. Das heißt, ich habe im Prinzip Einfallswinkel gleich Auswandswinkel. Das heißt, der Winkel geht so 34 Grad nach oben. Und deshalb sieht das so ein bisschen aus, als wenn der ein bisschen sehr tief hängen würde. Nein, das ist aber korrekt. Also mit dem Offset-Spiegel sieht das nur so aus. Und das ist der gesamte Aufbau oder hängt da noch mehr dahinter? Na, das ist hier der gesamte Aufbau. Wir haben dort den Mobilfunk-Shelter, da wo die Technik ganz normal drin verbaut ist. Und das ist im Prinzip das, was außen als Satellitentechnik aufgebaut wird.
Das Einzige, was wir haben, sind diese zwei Kabel, die reingehen. Einmal das Sende- und einmal das Empfangskabel. Und der Rest befindet sich dann im Container. Und das schauen wir uns jetzt nochmal an. Das schauen wir uns jetzt an. Wir sind jetzt hier im Container. Und hier kommen die beiden Kabel von außen von der Satellitenanlage wieder an. Das ist einmal das Sende- und das Empfangskabel. Das geht hier in das Gestell hier unten zu diesem Modem. Das ist das Satellitenmodem. Hier wird aus den beiden Signalen, die hier hinten angeschlossen sind, wieder ein Ethernet-Signal gemacht. Also mein Datenstrom, der in Fuchstadt eingespeist wird, für meine Mobilfunkversorgung. Hier geht dieses Kabel jetzt auf so eine Einheit hier. Das ist ein Richtfunk-IDU. Es ist so, dass meine Mobilfunkanlage eine Synchronisation benötigt. Über Satellit kann aber keine Synchronisation übertragen werden. Und ich baue hier mit dieser Anlage so ein bisschen die Synchronisation nach. Das ist jetzt nur für den Test, das ist nicht wirklich gut. Aber ich simuliere eine Synchronisation für meine Mobilfunkanlage. Das Kabel geht hier durch den Container und kommt hier drüben. Kommt hier drüben an meiner Basiseinheit für die Mobilfunkanlage wieder an. Das heißt, hier kommt mein Datenstrom über den Satellit in die BBU und hier an diesen Ports sind die Radiomodule angeschlossen. Aus den Radiomodulen kommt dann am Ende das HF-Signal raus, welches ich in diesem Falle nicht auf eine Antenne gehe, sondern auf zwei Dämpfungsgitter mit so kleinen Antennchen, weil ich ja nur in diesem Raum eine Versorgung haben möchte. Und dass wir etwas versorgen, das können wir hier bei den Tests sehen. Hier läuft parallel dazu ein Test mit einem Handy. Das sind solche Testszenarien. Im Moment startet gerade der Video-Streaming-Test. Das ist so ein kleines Video, was geladen wird. Das sieht man jetzt gleich. Ein schönes kleines Mini-Video. Diese Tests werden von dem Handy analysiert. Sind in 5 Testszenarien, die hier durchlaufen. Und wir sehen die Successrate von den Tests, wir sehen Durchsatzraten von dem Test und wie gut das funktioniert hat. Hier unten haben wir mit dem Throughput noch ein paar Fehler. Allerdings, ich bin auch nicht alleine hier in diesem Container, weil wir haben drüben auf der anderen Seite ein Modem stehen. Dieses Teil macht ständig irgendwelche Verbindungsaufbauten, Datenmessungen und das System wird von den Nürnberger Kollegen gemanagt und das ist ein Monitoring-System für Dauerdatenübertragung, Daueranalyse. Wir können auch einen ganz normalen Test machen mit einem ganz normalen Rechner, das können wir hier mal starten. Das ist jetzt wirklich ein Online-Test über die Mobilfunkanlage, über den Satellitenlink. Man sieht, die Sache dauert etwas länger. Wir sehen hier, wir haben Pingzeiten von 594 Millisekunden. Das ist ein relativ hoher Wert. Allerdings, es ist ja auch so, unsere Verbindung geht ja zu einem Satellit. Der Satellit ist geostationär, ist in einer Entfernung von 36.000 Kilometern von uns entfernt. Das heißt, wir müssen 4-mal diesen Weg machen, der 36.000 Kilometer, um quasi meine Daten wieder zurück zu haben, also für die Ping-Messung. Dann sehe ich meine Upload- und Download-Raten. Wir haben jetzt im Prinzip eine Download-Rate von 8 Megabit pro Sekunde. Die Upload-Rate wird jetzt gerade gemessen. Da werden wir so um 3-4 liegen. Das hat auch was damit zu tun, dass die Kapazität auf dem Satellitenlink auch beschränkt ist. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun. Jetzt sagt man ja, okay, das ist jetzt alles nicht so toll, aber wie ja schon eingangs gesagt, wir wollen ja in 24 Stunden möglichst schnell eine Versorgung haben. Und wir als DAM versuchen, Licht in das Dunkle zu bringen. Das kann sein, dass das noch nicht ganz top ist. Aber relativ schnell können wir eine Versorgung herstellen. Wir können Speech machen, wir können Daten machen. Wir könnten theoretisch auch Videostreaming machen, allerdings tatsächlich in dem Falle dann nur mit eingeschränkter Performance. Diese Anlage bleibt dann auch nicht immer stehen, das heißt, wir nutzen dann im Prinzip die Zeit, wo wir diesen Link haben, um entweder eine Glasfaseranbindung oder wirklich eine Richtfunkanbindung zu realisieren, um dann den Satellitenlink zu ersetzen durch
wieder eine richtige Anbindung, klassisch, wie wir sie gewohnt sind. Und damit dann auch wieder eine hohe Performance zur Verfügung stellen können. So, Rolf, vielen Dank für die Führung. Aber die Tests laufen ja noch. Wie geht's denn jetzt weiter? Ja, also die Tests sehen ja im Moment relativ vielversprechend aus. Das heißt, wir machen noch weitere Optimierungsmaßnahmen, machen noch weitere Tests. Wenn das abgeschlossen ist, müssen wir erstmal die ganzen gesammelten Daten zusammenführen, auswerten und dann quasi zur Vorlage in das Unternehmen zurückspiegeln, auf das dann eine Entscheidung getroffen wird, ob wir so etwas dauerhaft fest etablieren wollen oder nicht. Unser DRM hat es sich also zum Ziel gemacht, noch besser zu werden, als sie eh schon sind, um solch einen mobilen Mast zukünftig noch schneller anschließen zu können. Normalerweise hofft man ja, dass solch eine Technik nicht zum Einsatz kommen muss. Falls euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Habt ihr Fragen zu diesem Video, dann nutzt die Kommentarfunktion unter diesem Video. Und wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann abonniert doch den Kanal.